So, liebe Zuschauer, es ist eingebaut und jetzt will ich euch das natürlich in Ruhe zeigen, wie es aussieht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin ganz zufrieden. Allerdings ist auf der rechten Seite der vorderen Leiste das Licht fällt etwas ab. Und da muss ich auch selber nochmal schauen, wie man das nächstes Mal besser machen kann. Achtet einfach drauf, dass man die Bogen am Armaturenbrett links nicht zu eng macht. Da wird das Licht dann halt gestaut, was ich ja mehrfach erwähnt habe. Aber das sollte klappen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich blende euch jetzt hier nochmal die App ein. Die kann man runterladen, wenn man den QR-Code von diesem kleinen Netzteil hier unter scannt. Dann kommt die App. Also ich habe ja ein iPhone, von daher iOS. Und dann lädt man das runter. Ich blende euch das mal ein. So sieht das hier aus. Schaut euch das mal an, die App. Und die verbindet sich dann automatisch mit dem System. Und da kann man dann, wie ihr seht, hier die Farben verändern. Ich habe jetzt blau meistens, weil auch der Autopilot schön die blaue Linie zeigt. Und ich halt einfach blau mag. Das kann man aber auch pink haben, wie man will. Und man kann das auch irgendwie zur Musik anpassen. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht. Das könnt ihr damit spielen. So, und jetzt gehen wir aber rum. Schaut es euch an. Ansonsten, wie gesagt, der Link ist unten in der Kiste. Alles drin hier. Schaut sich in Ruhe an und ich hoffe, es gefällt. Ja, und natürlich muss das nicht sein, so eine Spielerei. Allerdings, wenn man sich mal fragt, warum gibt es überhaupt dieses Ambiente Light, dann kann man so ein bisschen zurückdenken und ich finde halt immer, das ist so ein bisschen was, was wir deutschen Hersteller so die letzten Jahre gemacht haben, um halt irgendwelche Neuerungen zu bringen. Das ist alles Schmuck am Nachthemd nach meinem Ermessen, denn damit haben sich die Autos nicht verbessert, die Reichweite wird nicht besser, die Performance wird nicht besser, die Sicherheit wird nicht besser. Es ist halt einfach schicker, ja. Und die Priorität ist natürlich nach den vorher genannten Sicherheit und Performance, diese ganzen Sachen. Aber sieht schick aus und mit diesem Einbaukit kann man das hier im Tesla auch etwas aufhübschen. Elon Musk setzt natürlich die Priorität auf die erstgenannten Dinger, deswegen hat das wahrscheinlich noch nicht. Wobei, wir können davon ausgehen, dass das besser wird in den nächsten Jahren. Es ist schon besser geworden. Man hat ja hier auch ein Ambiente Light auf den Lenkraddingern, auch im Fußraum, auch hinten die Lichter sind besser in den Türen. Das ist schon drin. Allerdings ist es natürlich nicht ganz so schick, wie das unsere Premium-Hersteller machen. Aber mit dieser Lichtleiste kommt er dem schon etwas näher. So, und jetzt schaut's euch an. Da steht es, das neue Model Y Long Range jetzt mit der eingebauten Lichtleiste. Klar Design, schwarz-weiß innen, vegan, das ist cruel-free und jetzt auch mit der richtigen Beleuchtung hier LED-Lighting im Innenraum. Das sieht dann schon sehr beeindruckend aus. Ihr müsst euch das einfach mal in echt angucken. Und das Model Y wirkt in echt viel bulliger als jetzt hier im Video zu sehen. Schaut euch das nochmal von der Seite an. Absoluter Hammer. Und das Design von Franz von Holzhausen ist einfach sehr, sehr modern. Und wenn man da mal drin sitzt und diesen 15 Zoll Bildschirm bedient, der mit dem modernsten Betriebssystem läuft, da ist alles wie auf einem tollen Mac und nicht so klein und nicht funktionierende Software. Also das ist auf jeden Fall Wahnsinn und schaut euch das jetzt nochmal hier in Ruhe an. Auch die Mittelkonsole, Wahnsinn. Also ich bin echt begeistert, wenn man da drin fährt, das sieht super aus. Ja, und mit diesen Impressionen seid ihr dann hoffentlich motiviert, jetzt im folgenden Teil den zweiten Teil des Einbauvideos zu folgen. Den ersten Teil verlinke ich euch oben nochmal und dann geht's los. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wer noch nicht abonniert hat, herzlich willkommen hier bei Elon Motors TV, Elon Earth and Space Channel. Also bis zum nächsten Mal. Servus. Weiter mit dem zweiten Teil. Wir haben ja hier angeschlossen gehabt, dass praktisch das eine Kabel schon läuft, hier rum verlegt. Ich zeige euch das auch nachher mit der App, wie man die Farbe ändern kann. Und hier hinten haben wir noch nicht abgeschnitten. Das ist einfach nur so rein verlegt. Ja, das seht ihr hier. Es ist noch nicht zu Ende. Das machen wir dann später. Wichtig ist, dass hier nicht zu stark gebogen ist, dass das Licht hier schön rumlaufen kann. Und jetzt zeigen wir euch über eine andere Seite, wie es hier rumgeht. Was ich schon vorbereitet habe, ist das zweite Band hinten mit diesem 3M-Tape, was dabei ist. Das ist dabei und das habe ich jetzt praktisch hier hinten schon dran geklebt. Man muss das ziemlich straff spannen, weil das natürlich gebogen ist. Man hat dann immer mal wieder so ein paar Verklebungen hier, die halt nicht perfekt sind. Aber das ist, sage ich mal, jetzt nicht. Das kann man natürlich besser machen, aber wichtig ist, dass es halt gerade ist einigermaßen und dass die Lichtleiste frei ist. Und das Ganze verschwindet dann hier so hinter, sodass praktisch
man das von unten, wenn ihr jetzt mal aus meiner Sicht guckt, von hier so nur als Lichtleiste seht. Ne? Und dann seht ihr das dahinter nicht. Das bauen wir jetzt ein. Das sieht im Prinzip so aus, dass das hier drüber liegt. Hier hinten wird es etwas überstehen und das werde ich dann in einer schönen Rundung abbiegen hinten und verstauen. Und hier, kommt mal rum, und hier auf dieser Position ist jetzt das Entscheidende, dass ich das Kabel hier sauber dran vorbeiführe. Und ihr seht schon, ich habe diese Kappe, diese hier, die habe ich schon rausgeklipst. Die ist hier oben so drin und da bin ich einfach mit diesem gelben Spachtler, den zeige ich euch hier, der ist ja dabei, hier so reingegangen. Das zeige ich euch nachher nochmal. Hier so unter und dann habe ich das so ausgehebelt und dann rausgenommen. Und das habe ich bei der zweiten Seite auch gemacht. Hier, das ist auf der anderen Seite, also hier. Das einfach, um das Kabel dann sauber zu verlegen. Und hier unten seht ihr zwei Schrauben. Also man braucht einmal einen Schrauben-Torque-Wrench, das ist hier so ein Stern, um praktisch die eine Schraube rauszudrehen. Die ist hier auf der linken Seite und hier unten, kommt mal runter, ihr seht, was ich hier, hier ist die Schraube, die habe ich gelöst und hier dieses Clip-Modul, das hier, das ist auch bei vielen Motorrädern so drin, das ist praktisch ein Moment, das ist so ein Gummizapfen, ein Kunststoffzapfen, der praktisch dann hier wieder reinkommt. Damit wird praktisch nachher das hier wieder arretiert. Ich habe das jetzt schon mal losgemacht, denn das Kabel legen wir gleich hier hinten lang, hinter den Dingern durch, kommt dann hier rum und geht dann praktisch hier zwischen hoch und kommt dann hier raus und dann läuft es hier rum. So, und das werde ich jetzt mal dann anbauen und dann können wir uns das in Ruhe angucken. Wir fangen jetzt am besten auf der anderen Seite mal an, das zu kleben. Und beziehungsweise wir machen jetzt erstmal das Kabel hier runter und dann kleben wir es von rechts nach links an und biegen es dann hier dran. Und dann sind wir fertig. Also, los geht's. So, also nochmal. Stromanschluss nach unten hier in den Zigarettenanzünder. Upsala. So. Licht an ist an. Jetzt gibt es praktisch diese Kiste. Die werden wir dann irgendwann unten verstauen. Und hier gehen zwei Kabel raus. Das eine Kabel ist das kürzere, was praktisch zur oberen Lichtleiste führt. Das haben wir hier. Das lege ich jetzt einfach mal unten rein. Und das längere, das kommt jetzt hier raus und geht auf der Fahrerseite hier unter lang, um dann praktisch unter dem Lenkrad durchzugehen, um die Lichtleiste hier ranzubringen. Jetzt zeige ich euch das, guckt euch das hier an. So, jetzt habe ich das praktisch hier so rum. Und man kann es jetzt auch hier so, und ihr seht, es kommt ein bisschen raus, ist aber nicht schlimm. Und jetzt drücke ich das hier erstmal so unten lang. Hier ist ja praktisch nochmal dieser ganze Lichtapparat dran, dieser hier, wo das Licht drin ist. Und der muss ja jetzt praktisch nach vorne geführt werden. Und ich habe den jetzt einfach hier. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier mit dem Finger untergehe, dann kann man den da so reinführen. Ja. So, und auch hier, und da kann man jetzt natürlich ganz gut diesen Spachtelkeil nehmen, den ich hier habe. Der macht nämlich nichts kaputt an dem Kunststoff und an dem Leder und man kommt halt hier ganz, unter, ganz gut unter. Und so drücke ich jetzt praktisch dieses Kabel so viel weit unter, dass ich es rausziehen kann, ich es immer überziehen und reindrücken tue ich es halt einfach hier, seht ihr, mit den Fingern. Das ist hier dran geplopst, das kann man auch sicherlich abmachen. Mal versuchen, ob wir das abmachen können. Ja, seht ihr hier. Also das ist jetzt hier rausgeplopst und jetzt habe ich das hier einfach hochgedrückt. Hier plopse ich wieder dran und ihr seht, das ist einfach so weit verschwunden, das sieht man jetzt nicht mehr. Ne? Wenn ich jetzt hier nochmal so runterhake, seht ihr, dann ist das Kabel so weit oben, dass das nicht mehr sichtbar ist. Und das führe ich jetzt ganz weit vor. Bis hier hoch. Da kann ich jetzt wieder hier meinen Stöpsel nehmen. Führe den jetzt hier ran. Einfach mit den Fingern. Und dann ist es hier ganz verschwunden. Bis hier hoch.
und hier geht es natürlich jetzt hinter und jetzt komme ich rum und führe es dann mit der Hand hier hinter lang. Das zeige ich euch jetzt. Also von hier alles gut. Ich check nochmal nach. Kommt nochmal her. Wichtig ist, dass diese Kabel hier hinten nah an der Wand laufen, nicht zu sehr abgebogen werden und so tief sind, dass man hier die Kiste drüber stecken kann. Dass das nicht im Weg ist. Wenn das zu hoch ist hier oben, dann kriegt man die Kiste, die ja hier drauf liegt, nicht mehr rein. Ja, das ist wichtig. Das ist das hier. Dass ich praktisch diese Kiste hier noch reinbekomme. So, dass sie sauber drin liegt. Dass das Licht nicht abgeklemmt wird, Kabel weg ist und ich hier an meinen Zigarettenanzünder komme, um an- und auszumachen. Okay, gut. Licht wieder an und ich komme rum. Gut. Jetzt läuft's. So, und jetzt bin ich hier vorne und jetzt führe ich den einfach ein bisschen so nach, dass er hier unten relativ viel Spielraum hat. Wichtig ist jetzt nur, dass ich hinter diese Kunststoffverblendung komme. Hier hinter. Und jetzt will ich natürlich auch hinter den Pedalen, dass ich hier nicht im Weg bin. Und jetzt führe ich den hier lang. Anziehen können wir später noch. Ich schiebe den hier so ein bisschen hoch. Hier ist relativ eng, das ist halt jetzt beim Model Y so. So, jetzt ist er oben. Hier seht ihr auch den Connection-Stecker für die Daten. Den kann man hier anbringen. Das ist ja im Model 3 woanders. Und da ich jetzt praktisch die Schraube so... Jetzt bin ich hier dran vorbei. Ja, so. Und jetzt geht's hier hoch. Und jetzt bin ich hier hinter an dem Punkt. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich genug Kabel hier unten lang führe, dass es hier nicht irgendwie eingeklemmt wird. So. Also hier ist es oben. Hier ist es oben. Ja, und hier muss ich jetzt nur gucken, dass da genug Kabel vorhanden ist, dass es hier nicht deswegen ist hier auch so viel Spielraum. Ja, okay. Gut, und hier gucke ich jetzt einfach nur, dass es ganz weit oben ist. Hier ist halt ein bisschen locker, weil hier mehr Luft ist. Aber kein Problem. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier das Kabel weiter hochkriegen, dass das nichts mehr mit den Pedalen zu tun hat. Das mache ich hier gleich nochmal nach. Und da ist auch so ein schwarzer Kleber dabei, so ein kleines Tesam, da kann man dann immer nochmal nachkleben. Wichtig ist jetzt hier, dass ich hier jetzt nochmal irgendwann ein bisschen ziehe. Oh, ja genau. Machen wir es uns noch einfacher, machen wir einfach das Ganze ein bisschen weiter hoch. Ah ja, jetzt sehe ich sie ja noch besser. Jetzt müsst ihr mal rumkommen. Hier Gas-Bremspedal, das macht natürlich Sinn, das abzumachen, sodass ihr sicher seid, dass ihr hier hinten nichts stört, dass das einen Einfluss auf das Bremspedal hat. Ne? Also jetzt bin ich hier ganz oben. Hier seht ihr das Kabel. Das läuft jetzt hier ganz oben lang. Da, das läuft jetzt hier ganz oben und damit ist es überhaupt kein Thema. Und jetzt kann ich praktisch das hier wieder sauber einführen. Bin jetzt hier und jetzt will ich eigentlich nur noch hier hochkommen, um praktisch mit meiner Einheit, das mache ich jetzt mal hier, drücke ich mal weg, seht ihr? Jetzt bin ich hier schon durch und kann jetzt in aller Ruhe meine Steuereinheit hier oben positionieren. Und jetzt ist nur die Frage, wo man das ganze Kabel jetzt hier verstaut. Vielleicht ist es sinnvoll, dass da oben so ein bisschen, ich roll das mal ein bisschen auf. Hier ist es ja kein Problem. Dass ich das hier oben so ein bisschen, ich hoffe mal, das habe ich genug Zeit, noch genug Platz. Wenn nicht, könnte man das im Prinzip hier so ein bisschen verstauen. Und wichtig ist nur, dass man hier genug Luft jetzt hat, um das andere Lichtkabel dann da reinzubringen. Ich packe das jetzt mal so hin, ziehe hier noch ein bisschen nach oder lasse es einfach so. Jetzt ist es hier straff, hier ist Platz und jetzt könnte man gucken, dass man jetzt hier unten die Dinger wieder in die Buchsen packt, hier wieder hochgeht. Also ein bisschen nachdrücken und ihr wisst ja,
Das ist nur über diesen Stecker hier und über die Schraube ist sie hier fixiert. So, das mache ich jetzt wieder dran. Nachdem alles fest ist, gibt es jetzt hier nur diese Stöpsel. So, was drin. Und hier unten, da schraube ich dann fest, sobald alles fixiert ist. Also ihr seht, es ist jetzt hier nichts mehr fest. Die Schraube, die kommt nachher hier hin und dann ist das hier unten zu. Und jetzt haben wir das Licht hier oben und ich werde jetzt oben die Lichtleiste hier anbringen. So, jetzt kommen wir zur letzten Phase. Jetzt kleben wir praktisch die Lichtleiste hier vorne dran, nachdem wir das Kabel drüben präpariert haben. Und hier seht ihr, habe ich etwas mit der Schere, die ich mitgebracht habe, abgeschnitten. Und man braucht so 15 cm ungefähr, dass man hier einen Überhang hat. Und ich kann jetzt, wenn ihr das seht, ja hier nicht rankleben. Das heißt, ich klebe jetzt bis hier und so wird das hier dran sein. Und dann steht ungefähr 12 cm. Dann wird praktisch bis hier klebe ich es an. Und diese 2 cm hier vorne sind natürlich nicht festgeklebt, aber die werden dann hier so rumgezogen und hier hinten versteckt und dann praktisch ab, weil sonst ist es hier offen und es könnte dann so rausgehen. Es sieht also besser aus, wenn es weg ist. Also, jetzt gehen wir mal los. Jetzt zieht man praktisch hier noch diese Abdeckung ab, dass das 3M-Tape jetzt klebt. Und dann ist natürlich Geduld und Druck, dass man das nicht zu, dass es fest genug ist. Also ich bin jetzt hier nicht der Profi, wie man das abmacht, aber so, jetzt haben wir es ab. Und jetzt natürlich immer nur ein paar Zentimeter abmachen, so wie jetzt. Und jetzt sind praktisch jetzt hier gute 10 cm frei und das muss natürlich jetzt gerade sein. Und jetzt gehe ich hier dran und drücke jetzt, will ich natürlich die Lichtleiste sehen. Das heißt, wenn ich jetzt von hier gucke, dann muss es hier. Und das ist jetzt wichtig, dass das natürlich mit äußerstem Druck und gerade hier dran kommt, ja. Und da müsst ihr auch die nächsten Tage dann mal wirklich nachgucken, dass das auch wirklich bombenfest ist. Na, vorher habe ich das natürlich gereinigt und ich zeige euch jetzt einfach, wenn ich dann komplett dran bin, hier Step für Step, hier rüber. Wichtig ist, wenn ihr jetzt von hier so dran guckt, dass das möglichst gerade ist. Hier, ja. Gut. Und dann zeige ich euch das, wenn ich fertig bin. Okay. So, ich habe jetzt hier die ganze Leiste verklebt hinten dran. Die ist jetzt dran. Ich habe jetzt hier auch nochmal abgeschnitten. Jetzt geht es hier runter und hier oben läuft es jetzt praktisch frei. Und ihr seht jetzt auch hier, habe ich das Kabel von unten verstaut. Hier das angeschlossen. Und jetzt muss man vorsichtig das da rummachen, schön verstauen. Und dann kommt diese Kappe wieder drüber. Da oben seht ihr die Clips, zwei oben und einen unten. Und dann muss man das einfach vorsichtig ranmachen. Wichtig ist, dass man nicht zu sehr abknickt da oben, dass nicht das Licht unzureichend weitergeleitet wird. Das führt dann dazu, dass es praktisch auf der rechten Seite etwas zu wenig Licht ankommt. Ja, nochmal nachdrücken, das ist wieder bündig. Gut, und hier ist es jetzt fest und jetzt ziehe ich das hier einfach nur runter, lasse es hier wieder neben dem Ding und verstaue das jetzt hier hinter, sodass hier eine gewisse Zugspannung runter ist. Und jetzt kommt einfach hier wieder die Kappe. Hier wieder die Aufhänger und wichtig ist, dass halt hier gespannt ist und so, ihr seht, absolut bündig. Ich würde sagen, es ist gemacht, es ist soweit drin. Hier die nächsten Tage nochmal nach. Super, und jetzt machen wir unten noch die Schraube rein und den Clip und dann sind wir fertig. Fehlt jetzt nur noch, wo schneiden wir das ab? Wir können es jetzt mal hier abschneiden. Und entweder hier oben, hier in der Mitte oder hier unten. Ich schneide es jetzt einfach mal da hinten ab, weil auf der anderen Seite wird es nicht so lang geführt. Ja? Das heißt, ich gehe jetzt hier hinter, stecke das jetzt hier rein und hier lasse ich es jetzt enden. Ja? Und jetzt könnte man hier noch einen dieser schwarzen Pöppel drauf machen, dann ist es hier beendet. Das mache ich dann irgendwann mal. So, jetzt ist alles sauber, jetzt ist das hier versteckt und jetzt sind wir fertig. Wunderbar. Und jetzt bleibt so, und jetzt habe ich alles wieder montiert. Jetzt habe ich wieder alles montiert, die Schraube hier, diese ist drin und auch hier hinten der Stecker ist drin und hier oben ist wieder alles zu. Das heißt, ihr seht, ist alles wieder gut verstaut. Hier oben ist alles soweit sauber hier und hier seht ihr halt die Lichtleiste, wie sie rumgeht und hier oben ist sie komplett dran. Ja, hier sieht alles sauber aus, man sieht kein Kabel, ist alles weg und hier seht ihr, wie die Lichtleiste hinten verschwindet.
Papier sauber dran ist. Das schauen wir uns nochmal von oben an, so dass es alles gerade ist. Das wird man dann nochmal korrigieren und nochmal mit den Fingern so ein bisschen nachschauen im Laufe der Tage. Ja, wunderbar. Dann haben wir's. Einbaulichtleiste Mitte, Einbaulichtleiste. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, hier bei Elon Motors TV. Bis zum nächsten Mal.